begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hobbywerkstatt Sommer mit einer obligatorischen koffeinhaltigen Limonade. Und dann wollen wir mal gucken, beziehungsweise möchte ich euch erklären, warum es in letzter Zeit kein Video gab. Es hat folgenden Grund: Ich habe aus gesundheitlichen Gründen einen Sport gebraucht. Den musste ich erstmal suchen und finden. Falls euch dazu was interessiert, das wäre Soft Air, das ist ein Bewegungssport. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob euch das interessiert oder nicht. Des Weiteren ist es so, dass wir einen Defekt am Tor hatten oder teilweise sogar noch haben. Und auch noch wieder mein Sohn krank war, ich krank war, die Vater-Kind-Kur beantragen musste, diverse andere Sachen noch mit da waren, etc. pp. Und das hat alles so ein bisschen Zeit und Nerv gerauft. Dann war immer ein Akku leer, entweder von der Tonstrecke, die ich aufgebaut habe, oder vom Handy oder wie auch immer. So, und dementsprechend war es dann auch noch Winter und habe dann schlecht Möglichkeiten gefunden, dort mir Luft zu verschaffen. So. Jetzt will ich euch mal umdrehen und dann zeige ich euch mal aktuell, wie die Garage aussieht. So, das war das Erste. Hier hat es mir im Winter das Schloss zerfroren. Keine Ahnung warum. Das funktioniert jetzt wieder, Gott sei Dank. Das muss ich aber noch austauschen. Und dann mache ich mal die Garage auf. Ja, wie ihr seht, alles voll mit schönen Sachen, die es so gibt. Mein Daily Driver, die MZ-ETZ 251, die AWO und die Schwalbe da hinten. Und hier oben natürlich das MTX-Projekt. Hier unten weiterhin Teile für den Rollenprüfstand. Das muss weg. Die Flasche muss weg. Hier muss ich noch was schweißen für einen Arbeitskollegen. Ja, also wie ihr seht, und vor allen Dingen Ordnung muss ich schaffen und wieder sortieren. Dementsprechend komme ich natürlich recht wenig jetzt dazu. Aber das kann ich jetzt wieder in Angriff nehmen und dann sehen wir erstmal weiter. Ja, ansonsten wollte ich euch damit jetzt mal auf einen Stand der Dinge bringen. Ich werde versuchen, jetzt wieder regelmäßig Sachen zu bringen. Und dann sehen wir uns einfach später. Dann sage ich mal in dem Sinne, macht's gut.